eine Sammlung von Lesungen über das Wort des allmächtigen Gottes. Welchen Standpunkt Gläubige haben sollten? Was hat der Mensch, seit er zum ersten Mal an Gott glaubte, erhalten? Was hast du über Gott gewusst? Wie sehr hast du dich wegen deines Glaubens an Gott verändert? Ihr wisst nun alle, dass der Glaube des Menschen an Gott nicht nur für die Rettung der Seele und das Wohl des Fleisches ist. Er dient auch nicht dazu, sein Leben durch Gottes Liebe zu bereichern und so weiter. Nach Stand der Dinge, wenn du Gott wegen des Wohlergehens des Fleisches und kurzzeitigem Genuss liebst, selbst dann, wenn deine Liebe zu Gott ihren Höhepunkt erreicht und du nichts verlangst, ist diese Liebe, die du suchst, immer noch unrein und unbefriedigend für Gott. Diejenigen, welche die Liebe zu Gott dazu nutzen, um ihre langweiligen Leben zu bereichern und eine Leere in ihrem Herzen zu füllen, sind jene, die ein bequemes Leben suchen. Es sind nicht jene, die wirklich danach streben, Gott zu lieben. Diese Art der Liebe ist gegen den Willen. Sie ist ein Streben nach emotionalen Vergnügen. Gott braucht diese Art der Liebe nicht. Was für eine Art der Liebe ist nun deine Liebe? Weswegen liebst du Gott? Wie viel wahre Liebe für Gott hast du jetzt? Die Liebe der meisten von euch ist wie die, welche vorher erwähnt wurde. Diese Art der Liebe kann nur den gegenwärtigen Stand pflegen. Sie kann nicht ewige Beständigkeit erlangen oder im Menschen anwurzeln. Diese Art der Liebe ist die einer Blume, die, nachdem sie geblüht hat und verwelkt ist, keine Frucht trägt. Mit anderen Worten, wenn du Gott einmal auf diese Art und Weise geliebt hast und niemand da ist, der dich auf dem Weg vor dir führt, wirst du versagen. Wenn du nur in Zeiten des liebenden Gottes Gott lieben kannst und die Disposition deines Lebens danach nicht änderst, wirst du weiterhin von dem Einfluss der Dunkelheit bedeckt sein. Du wirst außerstande sein, zu entkommen, und kannst dich immer noch nicht von der Manipulation und Täuschung Satans befreien. Kein Mensch wie dieser kann von Gott voll und ganz gewonnen werden. Am Ende werden sein Geist, seine Seele und sein Körper immer noch Satan gehören. Dies ist unbestritten. Alle, die nicht völlig von Gott gewonnen werden können, werden zu ihrem ursprünglichen Ort zurückkehren, das heißt, zurück zu Satan. Sie werden zu dem See hinabgehen, der mit Feuer und Schwefel brennt, um die nächste Stufe der Bestrafung Gottes anzunehmen. Diejenigen, die von Gott gewonnen werden, sind jene, die gegen Satan rebellieren und aus seiner Domäne entkommen. Solche Menschen werden offiziell zu dem Volk des Königreiches zählen. So entsteht das Volk des Königreiches. Bist du bereit, diese Art von Person zu sein? Bist du bereit, von Gott gewonnen zu werden? Bist du bereit, der Domäne Satans zu entkommen und zu Gott zurückzukehren? Gehörst du jetzt Satan an? Oder zählst du zu dem Volk des Königreiches? Solche Dinge sollten klar sein und keine weitere Erklärung erfordern. In der Vergangenheit folgten viele mit dem Ehrgeiz und den Vorstellungen des Menschen und den Hoffnungen des Menschen zuliebe. Diese Angelegenheiten werden jetzt nicht diskutiert. Der Schlüssel liegt darin, einen Weg der Praxis zu finden, der jedem von euch ermöglichen wird, vor Gott einen normalen Zustand aufrechtzuerhalten und sich allmählich von den Fesseln des Einflusses Satans zu befreien, damit ihr von Gott gewonnen werden
und auf Erden ausleben könnt, was Gott von euch verlangt. Nur dies kann den Wunsch Gottes erfüllen. Viele glauben an Gott, wissen jedoch weder, was Gott wünscht, noch was Satan begehrt. Sie sind töricht in ihrem Glauben und folgen anderen blind. Sie haben somit nie ein normales christliches Leben gehabt. Sie haben keine normalen persönlichen Beziehungen, geschweige denn eine normale Beziehung, die der Mensch mit Gott hat. Daraus kann man erkennen, dass die Probleme und Fehler des Menschen, die den Willen Gottes vereiteln können, zahlreich sind. Dies ist genug, um zu beweisen, dass der Mensch sich weder auf den richtigen Weg betreten hat, noch das wirkliche Leben erfahren hat. Was bedeutet es, den richtigen Weg zu betreten? Den richtigen Weg zu betreten bedeutet, dass du vor Gott jederzeit dein Herz ruhig halten und dich auf natürliche Weise mit Gott austauschen kannst. Langsam erkennst, an was es im Menschen mangelt, und langsam eine tiefere Gotteskenntnis erlangst. Daraus wirst du täglich in deinem Geist eine neue Erkenntnis und Erleuchtung gewinnen. Dein Sehnen wächst und du strebst danach, in die Wahrheit einzutreten. Jeden Tag gibt es ein neues Licht und ein neues Verständnis. Durch diesen Weg befreist du dich allmählich aus dem Einfluss Satans und dein Leben gewinnt an Größe. So ein Mensch hat den richtigen Weg betreten. Bewerte deine eigenen tatsächlichen Erfahrungen und untersuche den Weg, den du in deinem Glauben an Gott genommen hast, und vergleiche diesen mit dem obigen. Bist du jemand, der den richtigen Weg betreten hat? In welchen Angelegenheiten hast du dich von den Fesseln und dem Einfluss Satans befreit? Wenn du dich immer noch auf den richtigen Weg bringen musst, muss deine Verbindung mit Satan noch getrennt werden. Kann dieses Streben nach der Liebe für Gott als solches in einer Liebe resultieren, die authentisch, ergeben und rein ist? Du behauptest, dass deine Liebe für Gott unerschütterlich und tief empfunden ist. Und doch hast du dich nicht von den Fesseln Satans befreit. Machst du dich Gott damit nicht zum Narren? Wenn du eine reine Liebe für Gott erreichen, vollkommen von Gott gewonnen werden und zum Volk des Königreiches zählen möchtest, dann musst du dich zuerst auf den richtigen Weg bringen.